Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe mir mal angeguckt, wo Madame hin ist und ich gucke gerade schon in die Richtung. Wenn ihr das Video von gestern anschaut und ihr seht, wie ich gerade hier so hingehe, um den Typen abzuknallen, dann seht ihr, dass die andere da oben ist. Da ist sie. Gucken wir mal nach, was sie verloren hat, ne? Das war echt nicht leicht zu sehen. Und ich weiß nicht, wieso ich hier nicht nachgeguckt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir etwas Legendäres. Und zwar, du bist für Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst, oder? Hab ich schon. Brauche ich nicht. Und, einer hat mir geschrieben, dass... Ne, hier kann ich das jetzt schlecht gucken, ne? Ich brauche eine andere Waffe. Du hast sowieso nur einen Schuss, oder? Ne, okay, gut. Der hat 9 Schuss im Magazin. Einen Schuss habe ich gerade abgeballert. Jetzt lade ich mal nach. Ist doch alles in Ordnung. Er hat einen Schuss nachgeladen. Okay, testen wir das Ganze mal beim Perversitierer. Schieß einmal. Ein Schuss verballert. Ich lade nach. Ein Schuss nachgeladen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wo ist das Munitionsverschwendung, wenn ich nachlade? Warte, Moment. Moment, Freunde. Heute live bei dem Zero. Zero liest Kommentare. So sieht es nämlich aus. Ich will's mir jetzt mal reingucken. Kann sein, dass ich mich irre und mich irgendwie einfach nur vertan habe, dass er was anderes meinte. So. Dann schauen wir doch mal. Es ist besser, wenn du bei der guten Waffe nicht immer nachlädst. Das ist Munitionsverschwendung. Warte, ich muss mal hier die Kommentare öffnen. Ich habe nur die Hälfte hier zu stehen. So, es ist Munitionsverschwendung. Schau dir das mal an im Bild unten rechts. Wo ist das Munitionsverschwendung, wenn ich nachlade? Ich schieße eine Munition ab und lade eine Munition nach. Wenn einer versteht, was er meint, dann... Oder wenn... Warte. Wenn Julian Müller mir das Ganze nochmal erklären würde, was er genau meint... Mit Munitionsverschwendung, das wäre sehr nett. Weil ich sehe jetzt da kein Problem. Und da geht's hoch. Naja, wir müssen raus. Haben wir hier was erledigt? Ist das irgendwie möglich? Verwirrt. Verbindungsstange. Ja, und übrigens, gestern hat mein Handy natürlich wie immer Empfang gesucht. Ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Jo. Dogmeat, ich vermisse dich. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt hat sie mich voll durcheinander gebracht. Fuck. Deswegen habe ich Dogmeat immer so gerne bei mir. Der quasselt mir nicht rein und dann vergesse ich nichts. Was wollte ich gerade sagen? Egal. Scheiß drauf. Halb so wild. Aber wir sind fast Level 42. Wir müssen quasi nur noch irgendwas Billiges töten und dann BÄM. Übrigens, morgen ist der Stream... Das heißt, ihr solltet darauf gefasst sein. Wenn ich früh genug wach bin, geht es um 14 Uhr schon los. Aber ich bezweifle, dass ich um 14 Uhr wach bin. Das heißt, wir legen um 15 Uhr los. Ja, ihr werdet das schon sehen. Ich hau ja immer ein Infovideo raus. Seid auf jeden Fall gefasst, dass der Stream morgen losgeht. Und morgen werden wir nämlich ein bisschen bauen. Und da werde ich auch die anderen Mods installiert haben, die wir dann brauchen. Was ist denn das hier? Wo komme ich denn hier hin? ...27 EP. Wissenschaft. Oder haben wir Wissenschaft jetzt gemacht? Wir haben Wissenschaft schon gemacht. Das ist ja krank. Eigentlich muss ich das hier machen, ne? Oh, das ist auch nicht schlecht. Löse ich wenigstens keine Minen mehr aus. Jedenfalls beim Schleichen. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte auf jeden Fall den Rüstungsmeister machen. Wir machen die Rüstungsmeister, Freunde. Wir müssen langsam an unsere Power-Rüstung denken. Außerdem möchte ich all meinen Begleitern, mit denen ich durch bin, eine Power-Rüstung geben. Habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Mich hat's am Bein erwischt. Was? Ich bin doch gerade runtergesprungen, nur nicht du. Doof? Wo ist sie hin? Was zum... Egal. Ah,
Ich bin so toll. Oh mein Gott. Naja. Oh, hier muss ich sogar hin. Bin's übrigens gewohnt von Halo. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Es geht ab! Weg. Einfach so. Es geht ab. Ich lade übrigens immer nach, weil ich Halo-Spieler bin. Und ich bin's einfach trainiert, immer ein volles Magazin zu haben. Wenn du bei Halo kein volles Magazin hast, wenn du gegen ein bis zwei Leute gleichzeitig antreten musst, dann bist du halt der Gearschte. Deswegen hat man immer ein volles Magazin. Und deswegen lade ich auch in Situationen nach, wo ich nachladen kann, wo ich die Zeit tatsächlich habe. Jetzt zum Beispiel, ich habe die Zeit nachzuladen, kein Gegner in der Nähe, nachgeladen. So, und sollte jetzt ein fetter Gegner kommen, habe ich 20 Schuss, bevor ich nachladen muss. So. Auf jeden Fall ein guter Tipp für euch, solltet ihr Halo spielen wollen. Immer nachladen, aber bitte denkt dran, nicht nachladen, wenn ihr direkt vom Gegner steht. Oder wenn ihr glaubt, da kommt gleich ein Gegner um die Ecke. So. Ist alles so eine Sache von Feingefühl, wann man nachladen sollte und wann nicht. Aber wir sind hier nicht in der Halo-Schule. Geschafft. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr, kann ich euch ein bisschen unterrichten, aber... ich glaube nicht. So viele Halo-Spieler gibt es ja gar nicht mehr. Ausgestorben. So, wollen wir uns ein bisschen was brutzeln, ne? Haben wir irgendwas zum Brutzeln? Ja. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir nicht mehr gespeichert. Deswegen haben wir noch so viel. Da ist 139... Das ist Piper. So, zum Glück haben wir ihr diese sehr auffälligen Sachen gegeben. So wissen wir wenigstens, dass sie es ist und kein Raider. Das hatte ich mit den anderen gemacht, die hinter dir her waren. Ich dachte, dein Bein ist verletzt. Nein. Was zum Teufel ist da gerade explodiert? Aufschwärm, Leute! Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben! Gunner Lieutenant Gutsy? Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Das ist also kaputt gegangen. Und da unten ist ein Mr. Gutsy. Die schnappen uns noch kurz. Da hatten wir den irgendwo gesehen, ne? Da hinten ist das brennende Auto. Und sieh mal einer an, wer da ist. Wir nehmen hier gerade sogar den raffinierten Weg. Das ist der Originalweg. Und das da ist der raffinierte. Der Ich-mach-dich-übelst-von-hinten-kaputt-Weg. Ich wollte es eigentlich gerade anders ausdrücken, aber ich habe mich spontan umentschieden. Oh, hallo. Brauchst du das noch? Ich hoffe nicht. Wir werden morgen übrigens, einen Garten bauen, habe ich mir überlegt. Das liegt daran, weil meine Leute am Verhungern sind. Ich habe den ja jetzt alle Sachen weggenommen. Hatte ich, glaube ich, am Montag oder Sonntag erwähnt, dass ich den alles weggenommen habe. War das Montag? Oder Dienstag? Hatte ich Dienstag die Mods installiert? Irgendwann da. Haben wir ja gesehen, dass meine Leute am Verhungern sind und ich quasi bis Samstag warten wollte. Ich weiß auch noch nicht ganz wie. Vielleicht könnt ihr mir so Hinweise geben, wie ein Garten auf meiner Plattform gut aussehen würde. Vielleicht, dass wir untenrum so einen Weg bauen, wo alles komplett voller Garten ist. Oder in der Mitte so eine Gartenebene. Naja, ihr wisst ja noch nicht alles, was ich alles bauen kann. Ich habe ja durch die Mods viele neue Sachen zum Bauen bekommen. Trotzdem könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr euch so wünscht, wie so ein Garten bei mir aussehen sollte. Ich will gar nicht in den Fahrstuhl reingehen, da verpasst man immer so viel. Da geht's runter. Aber da wollen wir ja gar nicht hin, ne? Der Fahrstuhl könnte mich runterbringen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Wir werden uns einfach mal zum Ziel schleichen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin unsichtbar für dein... Fuck. So, Torso war sie verletzlich, ne? Oder wir schießen ihr einfach das Bein weg.
nice. Sehen. Selbst die Aggressotrons haben keine Chance gegen mich. Alter, wer denkt sich so einen Namen aus? Seid ihr Kopf beschädigt? Hab ich den Fuß übelst weggezimmert, Alter. Ich muss schneller reagieren und schnell nach links klicken, aber ich habe vergessen, wo meine Waffe war. Deswegen habe ich so lange gebraucht. Warum leuchtet das hier so grün? Oh, ein Spielzeugtruck. Hm, was hast du vor? Schleichen? Oh, und klauen. Ganz viel klauen. Vorsicht! Was? Was? Hä? Was? Was zum... Oh, legendärer Gunner. Oh, gut, dass ich hier die Untertitel eingefügt habe. Denn... So wissen wir, dass es ein legendärer Gunner ist. Den müssen wir übelst weghauen. Ist die Wand sehr interessant, ja? So, bei legendären haue ich die lieber sofort weg. Reduziert durch den Menschen... Ja, komm... Ich will nicht, dass Menschen weniger Schaden an mir machen. Die sind sowieso tot. Fegt hier jemand? Hab ich ausgemacht. Hier hat jemand gefegt? Mhm. Unter uns, ah. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Hä, wieso kann ich nicht auf dich zugreifen? Was ist denn das für ein Symbol? Ist aber nicht aus der Railroad, oder? Das wär's. Was? Piper hat etwas gefunden? Los, meine Kleine, zeig's mir! Achso, nee, Piper hat das gefallen, stand da. Minuteman! Wieso töten die Minutemen? Hm. Gib mir mal deinen Pisseimer. Den brauchst du jetzt nicht mehr, ne? So hast du keinen Pisseimer. Oder haben die gemeinsam in den eingepinkelt? So durch die Zellen pinkeln, weißt du? Ich denke mal, dass der... ein Safe ist. Ist eigentlich egal, ob wir das knacken oder ein Safe. Wobei der Safe natürlich um einiges schneller geht. Aber wir wissen ja nicht, was in diesem Terminal ist. Da könnte alles mögliche drin sein. Alles. Sheets. Sheets könnten da drin sein. Wobei ich natürlich keine Sheets brauche. Ich könnte einfach nur Mod installieren und schon habe ich unendlich Leben. Ich frag mich, wer sowas programmiert? Hab unendlich Leben und so ein Kram. Ich meine, gut, er hat höchstwahrscheinlich nur einen Konsolenbefehl als Script verwendet und freut sich dann Keks, dass er da eine Mod programmiert hat. Das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, wenn es eine Mod gibt, wieso gibt es einen Nachahmer, der eine identische Mod macht, die schlechter ist? Ja, man kann etwas identisch machen und trotzdem kann es schlechter sein. Das finde ich total affig. Muss ich nicht verstehen. Erklärt es mir, Freunde. Warum tut man sowas? Wie schön. Wenn man auch ein Stück vom Kuchen abhaben, oder was? Wenn man so tun, als wäre es dein eigenes Projekt. Wieso trage ich jetzt plötzlich so viel? Gerade eben bin ich noch hier rüber gesprungen. Ah. Psst. Nach. Ich hoffe, du kannst noch was tragen, Alter. Okay, Piper kann nichts mehr tragen. Nimm nur noch ein bisschen Schrott. Das war's schon, ja gut. Ja. Nichtsdestotrotz, wir sind ja kurz davor, im Livestream zu sein. Scheiß brauchst du sowieso nicht. Von daher können wir das noch versuchen, heute ohne nach Hause zu gehen. Oder ich packe alles gleich einfach rein. Nach der Folge. Dann sind wir morgen leer. YOLO. Genau, YOLO. YOLO ist immer gut, Zero.
Oh. Minuteman? Oh, nein. Den habe ich getötet. Stimmt, da war ja was. Hoppla. Ich glaube, ich habe mich verlaufen gerade für eine Sekunde. Ah, ja, stimmt. Hier war ich ja gerade, ne? Hier bei den Zellen. Aber hier gab es ja nichts mehr, ne? Gab nur die Zellen mit dem Minuteman. Und dem Safe natürlich. Hallo, mein roboterartiger Freund. Möchtest du mir helfen? Ja. Ewigkeiten später. Das verstehe ich auch nicht, warum die das so programmieren mussten, dass er sich da extra hinsetzt. Ich meine, wir haben ein Terminal deswegen nicht bekommen. Wegen dieser scheiß Animation. Muss ja nicht gleich alles realistisch werden. Ich meine, das Spiel ist ab 18. Da muss man nicht alles realistisch machen. Wenn sie alles realistisch haben möchten, dann sollten aber die Körperteile nicht wegfliegen, sobald du den kleinen Zeh von jemandem triffst. Aber Hauptsache beim Computerhacking realistisch bleiben. Alles andere darf unrealistisch sein, wie zum Beispiel Todeskrallen, die sehr unrealistisch ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass aus einem Chamäleon sowas Fettes werden kann. Oh Gott, muss ich auch noch nachdenken. Ein Treffer. Das kann es nicht sein. Es kann es nicht sein, weil keiner der Buchstaben übereinstimmt. Glaube ich. Ne, stimmt nichts überein. Kanisters. Die Kanisters. Das kann es doch auch nicht sein. Ist blöd. Hier, das ist Y. Kann nur das hier sein. Okay. Es ist nicht das Y gewesen, aber was soll es dann gewesen sein? Es gibt nichts anderes als das Y. Das Y ist das Einzige, was übereinstimmt. Es gibt hier kein Wort mehr mit Y am Ende. Wir haben noch... Wir haben zwei Wörter bisher durchgenommen, ne? Ach, komm schon! Ist was Strangest? Wieso war das Strangest? Das ergibt keinen Sinn. Weißt du was? Leck mich, Roboter. Ich brauch den nicht. Bist du legendär? Nein, nicht mal das. Komm. Lass gut sein. Sowieso schon jeder tot. Außer eine Person. Wieder. Hey. War ich nicht. Siehst du, sie ist tot. Braucht dich nicht. Niemand braucht dich, Bot. Deswegen bist du auch immer noch da drinnen, weil kein Schwein dich braucht. Oder weil keiner sich die Mühe gegeben hat, ein Expertenschloss zu knacken oder Computer zu hacken. Oh, Kuchen! Nie habe ich Glück. Wer bist du? Ach, dich habe ich gerade getötet. Ich glaube, ich leide unter Alzheimer. Wo soll ich jetzt hin? Ich soll raus? Das war gar nicht unsere Quest. Der wollte nur, dass wir oben durch die Tür gehen, um unten wieder rauszugehen. Ah! Ist nicht dein Ernst. Also das mit der Questmarkierung müssen sie noch überarbeiten. Die Questmarkierung nimmt natürlich den kürzesten Weg, berechnet aber nicht das Gebäude, also den Weg im Inneren des Gebäudes. Widerlich. Widerlich, widerlich, widerlich. Ja, Stunden später. Jetzt hat mich die Quest einfach in eine Falle gelockt. Ah, die Tür, sie hat sich bewegt. Ich ducke mich schnell, weil da hinten irgendwer ran langläuft. Ich weiß nicht, ob du gut oder böse bist, aber du bist auf jeden Fall tot. Und wir sind hier nicht allein, Blue. Der Gelehrte, Freunde, das hört sich für mich nicht nach einem Gegner an. Der Gelehrte. Oder ist es irgendwie ein legendärer Gegner? Das kann sein. Es geht ab!
Will zum Gelehrten. Kommt raus, kommt raus. Einen schönen guten Tag. Du siehst mir aus wie jemand, der eine gute Rüstung zu schätzen weiß. Er wandert umher und verkauft Rüstung an irgendwelche Leute? Du wanderst umher und verkaufst Rüstungen an irgendwelche Leute? Reisen ist eine gute Art, neue Leute kennenzulernen. Und um die Verirrten, Gebrochenen und Ungewöhnlichen zu finden. Wenn ich keine Lust aufs Reisen habe, lasse ich mich eine Zeit lang nieder. Aber gerade bin ich in der Wanderphase. Also, willst du handeln oder nicht? Ich weiß nicht, also meine Gefährtin kriegt gerade übelst aufs Maul. Aber was hast du denn? Kommt drauf an, was du hast. Meine Auswahl ist etwas begrenzt, aber schau dich um. Da ist gerade noch eine Granate geflogen. So, was hast du denn so Schönes? Das ist irgendwas Legendäres für mich. Was quatschst du mich überhaupt von der Seite an, wenn du Scheiße hast? Ich kann Sachen verkaufen. Wie viele Sachen wir bekommen haben. Reduziert den Schaden beim Stehen. Verlangsamt im Kampf. Vorübergehend die Zeit ist natürlich cool. Ja, aber nicht so wild. So. Der Rest ist eigentlich nur Müll, was wir an schweren Sachen dabei haben, ne? Ja gut, jetzt hast du endlich mal gute Rüstung. Kannst du was damit anfangen? Wieso hast du überhaupt Munition? Gib mal her den Scheiß. Sind sie tot? Hallo? Wo ist die Granate überhaupt hingeworfen? Was ist doch hier vorne hingeworfen? Ja gut, wo soll ich... Ich soll nach oben? Jetzt machen wir hier kein Scheißspiel, ey. Wenn du mich jetzt wieder ins Gebäude reinlockst, dann wäre das kacke. Na komm, zeig dich kurz. Was ist das für eine bunte Waffe? Sind die Schüsse nicht irgendwie immer grün gewesen? Streuend, ach so, vielleicht einfach nur farbig markierte Laser. Einfach zu. Ja, mach ich. Nee, voll, ich ne? Nein, Piper, geh da weg. Ich trau dem ganzen Scheiß nicht. Die explodieren immer ganz kurz und dann machen sie. Pff. Ja, das Ding geht hoch, wenn ich da lang gehe. Ich hasse euch! Ich hab's doch gesagt. Naja, was soll's. Oh, Munition, Extimpact. Schön. So gönne ich mir das doch. Ah, ich darf den ganzen schweren Müll nicht mitnehmen. Aber ich muss. Ist alles eure Schuld, dass ich so viel Müll mitnehme. Ich weiß noch, wie ich am Anfang eiskalt keinen Müll mitgenommen habe. Hab einfach nichts gebraucht. Und jetzt sind meine Taschen immer voller Müll. Nur weil ihr es mir gesagt habt, dass ich Müll mitnehmen soll. Ihr habt mich krank gemacht. Krank. Komm ich da jetzt irgendwie rüber? Ha! Offensichtlich schon. Abgezogen. Ah, cool. Hi. Können, das wäre ein Mensch gewesen. Das sieht aus wie eine Kralle. Sie sieht alles so bedrohlich aus. Du bist doch offensichtlich ein Turret. Ich hoffe, du warst ein böser Turret. Ah, ist das bitter. Wieso steht da nicht, was ich eingesammelt habe? Ich hab's einfach schon wieder getan. Halt! Moment. Unterschlupf Randolph 2. Das war's. Hallo? Achso. Inventar natürlich. Diverses. Wo ist denn das Ding?
Unterschlupf Randolph 2. Unterschlupf Randolph 4. Danke, Hauptquartier. Stehen nicht mehr unter direkter Beobachtung. Bestätigen Quarantäne, aber erbitten, diese bald aufzuheben. Okay? Paket 1 ist bereit für den Transport aus dem Commonwealth. Aber es gibt auf dem Weg ein Problem. Wenn unser Schutzengel den Ort säubert, können wir mit der Lieferung fortfahren. Mr. Timms, Ende. Was sollte das? Weißt du, dass du mich gerade richtig erschreckt hast? Boah. Hey, ist das... Ist das Guybrush? Ne, das sah nur so aus. Guybrush Threepwood. Kennt ihn einer noch von euch? Mein Held meiner Jugend. Gehen wir mal hier entlang. Ich weiß, wieso ist meine Quest nicht mehr aktiv? Geht doch. Achso, weil ich drauf gedrückt habe. Logisch. Wir sollen doch jetzt hier hin. Ich denke mal, wir müssen hier hin. Und wenn nicht... Ist auch egal, weil wir es dann nämlich entdeckt haben. Müssen wir es nur noch erkunden. Warum ist das ein Expertenschloss? Ich denke mal, das ist das Hintertürchen. Ihr könnt ihr mal sehen, Freunde, wie sehr ich das Hintertürchen mag. Das wär's. So. Dann schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Bestimmt irgendein Scheiß. Badabumsch. Aber es ist nicht offensichtlich, es ist offensichtlich nicht unser Ziel. Kommt zum Blutspendemobil und ihr werdet 2 Tage abgezogen. Was? Abgezogen? Abgezogen! Ich zieh euch richtig ab. Du da! Okay, da ist ein Typ auf einer Leiter. Was denn? Keine Ahnung, was das war, aber das war ein Psycho. Irgendwas mit Psycho stand da. Ich hab hier irgendwo ein Turret gehört. Jetzt machen wir die Tür hier auf. Und wir nur einen Fahrstuhl Leid raus. Los! Wieso spricht da ein Kind? Oh. Was zum Teufel war das? Ein legendärer Raider war das. Du bist Raid abschauen, Alter. Nur verfickt. Oh. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Was soll dieser unheimliche Bärenhelm? Wo hat Bosco das Ding her? Nächster! So gefällt mir das, Freunde. Ein legendärer nach dem anderen Tod. Wir bekommen mal was Nützliches. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Gefällt mir. Coole Nummer. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Na, Granate! Hey, sie sind hier! Du hattest deine Chance! So schön gemacht, Piper, Alter. Sie hat endlich mal was Nützliches getan. Jemand getötet. Ach man, wieso wurde ich entdeckt? Hast du gehört? Nein, habe ich nicht. Warum spricht da ein Kind? Oh, der Truck war einfach zu schwer. Ach, wo ist der kleine Wichser hin? Okay, was legen wir ab? Haben wir irgendwas an Waffen aus Versehen mitgenommen? Irgendwas an Rüstung? Ich dachte, die habe ich alle verkauft. Oh, ich habe den... Oh nein, ich habe den Handel abgebrochen. Oh, das habe ich jetzt nicht getan, oder? Ich habe den Handel abgebrochen. Geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nah. Wieso habe ich den Deal abgebrochen? Ich weiß es nicht, Freunde. Wir brauchen irgendwas mit viel Gewicht. Am besten 5er. Da! Tschüss, Schreibmaschine.
Ja, ja, es reicht erstmal fürs Erste. Ach, der andere ist sowieso unten, ne? Gut, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Das würde mich mal jetzt sehr interessieren. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Holy shit! Nein! Okay. Was hätte ich's verkackt? Gib's zu, aber ich hab's noch gerettet. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Gibt es. Gibt es. Mach dir mal keine Sorgen, Pepper. Also was nur der Computer für den Bot, ja? Ah, das ist eine Sperre. Aber wir gucken uns erstmal hier in diesem Stock um, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen. Du musst ein nützliches Terminal geben. Was soll das denn? Wer baut denn hier Türmchen auf? Oh, was? Die Erbstests stehen an. Kommt ab nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Ja. Schade. Ah. Am liebsten hätte ich endlich mal meinen Sandmann-Skill eingesetzt. Wozu habe ich den überhaupt? Und aus dem Weg, Piper. Also einen schlafenden Gegner anzutreffen ist tatsächlich richtig schwer. Man muss ja erstmal wissen, dass der schläft. Was gehört? Weißt du, die hört mich sofort, sobald ich hier ums Eck komme. Ich hab Schleichen irgendwo auf 3. Ich werde das auf jeden Fall noch maximieren, Alter. Das werde ich maximieren, die werden mich nicht hören. Niemand wird mich hören. Ich werde der beste Assassin aller Zeiten sein. Ist ja auch nichts. Mann. Was ist denn das für eine Schule, wenn hier nichts Interessantes ist? Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Schule erlaubt ist und gefundene Radios eingesammelt werden. Ich liebe es, auf den Kopf zu zielen. Nichts! Oh mein Gott, die hat einfach nichts dabei gehabt. Hm. Du bist sowas. Schlechte Idee. Was zum? Süße Träume. Alter Piper. Scheiße. Musst du im Weg stehen. Wie er mich auch sofort entdeckt hat. Wie ist das möglich? Oder hat er Piper entdeckt? Hat er eventuell Piper entdeckt? War das gerade eine Kronkorkenmine, die ich gehört habe? Denk dran. Karten für den Halloween Sadie Hawkins Dance mit East Boston Track. Strike! Jetzt töten wir aber den Penner mal. Wo ist er hin? Huh? Scheiße. Verschwunden. Oh! Gefällig, was? Da ist der. Ich wollte gerade sagen, oh, da ist er. Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Warum? Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und dann... Wir werden hier sowieso eines Tages herkommen durch eine Quest, ganz ehrlich. 100 Pro. Und wenn nicht, dann erinnert mich daran, was ihr sowieso nicht tun werdet, weil ihr es auch genauso vergessen werdet wie ich. Aber das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann kommen wir vielleicht ein Stück voran und müssen nicht alles nochmal spielen, weil der Serum mal wieder vergessen hat zu speichern. Haut rein, euer Serum. Tschüss.